Guten Tag, liebe Leserinnen, liebe Leser, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer. Ja, ich mache wieder ein kleines Extra-Video vorher, bevor ich das Geschichtsvideo mache. Und ja, man kann schon bald sagen, Egons Tagesschau. Ein bisschen nicht direkt zu großen Ereignissen in dem Sinn vom gestrigen Tage, aber dem Auftritt des Herrn Bodo Ramelow, dem bürgerlichen Landesvater bis dato von Thüringen, der bis 2013 mit einem Stasi-Hauptmann, Ex-Stasi-Hauptmann gemeinsam eine Immobilienfirma geführt hat und dann innerhalb von kürzester Zeit dieser Stasi abgeschworen hat und seinen Verbindungen, die wahrscheinlich schon vom Westen her damals bestanden haben, denn wir wissen ja, dass die DDR gerade solche linken Typen sehr gerne auch mit DDR-Geld versorgt hat, damit sie im Westen arbeiten konnten, das ganz schnell abgelegt hat und jetzt ein total gewandelter Mensch ist. Wer das glaubt, da muss ich bloß angucken, was er für Leute in seiner Fraktion drin hat. Und ich mache jetzt jeden Tag, versuche ich das mal so ein bisschen aufzudröseln, welche Leute hinter Herrn Ramelow stehen. Unsere Lügendame, die gestern unhaltbare Verleumdungen gegen die AfD-Landtagsabgeordneten beim Herrn Lanz geäußert hat. Das habe ich leider, kam erst, als ich das gestrige Video gemacht habe, dass angeblich AfD-Landtagsabgeordnete ihre Linken in dunklen Ecken des Landtages bedrohen würden. Ich hoffe, der AfD verklagt sie wegen Verleumdung, denn ja, erstens bin ich mir sicher, dass das nicht stimmt und zweitens bringen sie Beweise. Und es ist eine Frechheit, dass ein Herr Lanz da nicht nachgehakt hat und hat gesagt, ja, Frau Henning-Welsow, Sie stellen ja ganz schöne derbe Behauptungen auf. Haben Sie denn da Beweise dafür? Können Sie das beweisen? Nein, er hat es einfach so stehen lassen, damit es bei den Zuschauern wirkt, ne? Es ist unglaublich, welche Verleumdungskampagne hier gegen die AfD gefahren wird. Und es ist aber auch kein Wunder, denn genauso hat die Stasi gearbeitet und die Frau Henning-Welsow hat ja das richtig von klein auf anerzogen bekommen, wie die Stasi zu lügen und sie diffamieren. Denn ihr Vater war NVA-Hauptmann, ich hoffe, ich habe den Dienstgrad jetzt richtig gemacht, ich glaube, es war ein Hauptmann, und ihre Mutti, die hatte ich ja schon mal angesprochen, die war tätig im DDR-Innenministerium, dort, was also heute ein Herr Seehofer macht, die dafür gesorgt haben, dass Leute im Knast gelandet sind, die böse Staatsfeinde waren, weil sie der Wahrheit gesagt haben. So ist diese Frau Henning-Welsow aufgezogen, so verhält sie sich auch. Das ist eine von denjenigen, die hätte ohne zu zögern 1989 den Befehl geben lassen, Leute abzuschießen, die eine offene Grenze haben wollten. Solche Leute unterstützen sie ja ganz super. Sie sind so ein richtiger Demokrat und so richtig ein Verständiger, der weiß, was der Osten will. Da kommt immer auch immer jetzt immer dieser ganze Käse. Wir müssen mal nach 30 Jahren gucken und ja, die normalen Menschen, was die geleistet haben, da muss man mal bei Achtung davor haben. Ja, diese ganzen Geschichten, wie man hier Firmen kaputt gemacht hat, das sollte man mehr Achtung vorhaben. Ja, man sollte sich nicht hinstellen und behaupten, die Türken haben Deutschland aufgebaut und uns hier hinstellen, als ob wir doof wären, ne? Alles böse rechte Nazis. Ja, da haben sie recht, Herr Lanz. Aber es hat nichts damit zu tun, dass man plötzlich eine solche Partei, die vollgesogen ist mit dem alten ideologischen Denkmustern, wie sie uns bis 1989 geknechtet haben, auf einmal zu Demokraten zu erheben. Das hat nichts damit zu tun, nach 30 Jahren Wende muss mal Schluss sein. Nein, diese Leute sind zu 100% immer noch dieselbe Ideologie wie damals. Und wenn man ihnen die Macht gibt, dazu werden sie auch wieder so handeln. Und liebe Westdeutsche, ihr werdet euch noch wundern, wenn ihr weiter diesen Linken, inklusive SPD und Grünen, die Macht dazu verleiht, da werdet ihr auch noch die DDR, aber in vollster Reinkultur erleben dürfen. Und den zweiten, den ich heute noch dran nehme, ist der Herr André Blechschmidt. Er hat studiert an der Uni in Jena, Friedrich-Schiller-Universität hieß er damals, glaube ich, Marxismus, Leninismus, und danach war er beim Rat des Bezirkes, also was so dieselbe Verwaltung ist wie heute, wo die Leute auch die Bespitzelungen vorbereitet haben, Leute ausgehorcht haben, war er beschäftigt. Also auch so eine absolute
absolute Top-Karriere eines absoluten Mitläufers, beziehungsweise nicht Mitläufers, sondern Verfechters des Systems. Denn wie gesagt, ich bin aus der DDR-Zeit, ich bin hier geboren, ich weiß, was man sein musste, damit man so ein Amt zu DDR-Zeiten begleiten konnte. Ne? Es gab aber unter Umständen auch anständige Leute drin, aber wer vorher noch Marxismus-Leninismus studiert hat, das sagt alles. Und genauso wollen sie eure schöne angeblich freie Bundesrepublik, in den Wahlen vorgeschrieben werden, wie sie auszugehen haben, umbauen. Ne? Und deswegen, das war mir jetzt mal wichtig heute, das mal aufzuarbeiten. Ja, und dasselbe war es, wobei da ist ein bisschen wenigstens der Herr Ramelow angegriffen worden bei der Frau Maischberger. Das habe ich da nicht ganz geschaut. Es ist unglaublich, wie sich dieser Mann, was das für ein Schauspieler ist. Herr Ramelow, Sie sollten nicht Ministerpräsident von Thüringen werden wollen. Gehen Sie nach Hollywood. Dort bekommen Sie mit Sicherheit einen Oscar, weil einen größeren Schauspieler, der in alle Rollen schlüpfen kann, die man ihm anbietet, kann es gar nicht geben. Sie haben Ihren Beruf verfehlt. Ne? Einmal Stasi-Verfechter. Schlimmster Bube, der die DDR verteidigt, beziehungsweise dieses System, die DDR selber an sich, sage ich, war nicht schlecht, aber die Leute, die sie geführt haben, das waren Verbrecher höchster Natur. Mit mafiösen Methoden haben sie 18 Millionen Deutsche unterdrückt. Ne, vielleicht nicht 18 Millionen, sagen wir mal 15 Millionen. Es gab ja genug, die das so toll fanden. Das sind die, die heute auch wieder Linke wählen. Das sind die Stammwähler der Linken. Sie können Landesvater spielen, Sie können den Bürgerlichen spielen. Und ich muss es wirklich sagen, ekelhafte Medienlandschaft hier in Tür, in Deutschland, diese ekelhafte Journalie ZDF und ARD, die wir auch noch finanzieren müssen, zwangsmäßig, ja, passt ja wieder zur DDR, alles Zwang, da sage ich mal so, die tut solche Leute unterstützen. Und was ich hatte ein schönes Gespräch vor der Tür, als ich meine Zigarette noch geraucht habe, mit einem Passanten, der vorbeilief. Ich dachte, das wäre so ein linker Chaot, mit dem man nicht reden kann. So eine grüne Kutte und etwas längere Haare, und aber ganz vernünftig. Den habe ich mal drüber aufgeklärt, weil ja viele denken, die Linken wären die großen Gegner dieses Systems und also dieser Ausbeutersystems, wie die Leute geknechtet werden. Da habe ich gesagt, denken Sie mal drüber nach, warum ausgerechnet die Linken dann jetzt unbedingt von der ganzen Presse und allen hier in Thüringen an der Macht geschrieben werden sollen. Und nicht nur hier, sondern überall. Die ganze Republik ist mittlerweile links. Ne? Da haben wir halt rot-grüne Regierung mit Unterstützung wechselweise von FDP oder CDU. Dann haben wir schon jetzt dann, wenn sie denn wiederkommen sollte, die dritte rot-rot-grüne Regierung. Wer angeblich eine Gefahr für dieses System ist und für die Menschen was tun will, der wird nicht so hofiert, der ist lange Teil des Systems. Und wer denkt, wenn eine Linke wählt, wählte Opposition zu der bösen Gesellschaft, die wir jetzt haben, in Anführungszeichen, ne? Also die haben wir ja jetzt hier momentan, muss man ja wirklich mal so sagen, aber nicht das, was die Linken denken, sondern der böse Kapitalismus etc., der muss ein Träumer sein, weil sonst, wenn das so wäre, würden die Linken genauso bekämpft wie die AfD, die nichts weiter verbrochen hat, als dass er diesen ganzen Haufen durcheinander gemischt hat. Okay, das war mein heutiges Tagesschau-Video mit ein bisschen Aufklärung über die Linken. Ich werde mich mal ein bisschen weiter jetzt mit den AfD, mit den linken Abgeordneten beschäftigen, damit den Leuten mal die Augen geöffnet werden, wen sie da wählen. Eine reine Stasi-Partei. Stasi-Nazi-Partei, weil sich Nazi-Methoden mit Nazi-Methoden an die Macht mobben wollen. Okay, tschüss, bis gleich zum Geschichtsvideo.